Ja, servus Freunde, hier ist der Mann der guten Laune. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, richtig, ich bin schon wieder da, wo ich hingehöre. Richtung Europapark in meiner zweiten Heimat. Sozusagen, ja. Freunde, letzte Woche war ich im Hotel Andalus, El Andalus. Jetzt bin ich hier bei Yvonne Sieg. Und das lohnt sich, Alter, Freunde. Hammergeil. Ihr seht, Einzelzimmer. Ich komme hier bestens zurecht. Ich habe ein wunderschönes Zimmer und ich zeige euch das mal. Wenn ich euch das so zeigen darf, hier das, der kleine Rundgang. So, nicht mich sollt ihr anschauen, sondern schaut einfach das Zimmer an. Das hier der Fernseher übrigens. Wenn man reinkommt, auch ganz wichtig. Der Flucht- und Rettungsplan, wie man sich zu verhalten hat. Dann hier wunderbar, schöner Spiegel. Natürlich Utensilien von mir. Hier ganz wichtig. Finde ich auch schön, wo du was findest. Steht nämlich hier. Steht alles beschrieben, wo man gut essen kann und was weiß ich. Also selbst ein Arzt, wenn man einen Arzt bräuchte, ihr seht, hier einen wunderschönen Schrank. Dann diese Bilder, das passt. Jedes Zimmer ist thematisiert. Dann hier seht ihr natürlich das Bett, das Schränklein. Dann hier das Bad. Klein, aber fein. Die Dusche ist der Wahnsinn. Die Duschbrause, also Freunde, hammergeil. Auch hier der Duschvorhang thematisiert. Und dann seht ihr das Ganze ja hier. Also wunderbar, mehr brauchst du eigentlich nicht. Und ja, zum Thema, warum thematisierte Räume? Ja, weil das Ganze hier ein Familienthemenhaus ist, eine Familienthemenpension mit Themenbereiche. Und ich habe das Thema Asia und ihr seht, es ist wunderschön, Familien- und Themenpension. Yvonne Sieg, hier steht alles drauf. Übrigens gibt es dazu in YouTube auch tolle Videos dazu. Ist sehr empfehlenswert und allgemein, wenn ihr in Rust seid, kommt es hierher. Es ist ein Hammer, es ist ein Traum. Also Europapark ist ja sowieso, dann kennt er ja schon. Aber nicht nur der Europapark, sondern das drumherum, die Leute in der 4000-Seelen-Gemeinschaft, habe ich mir sagen lassen, einwandfrei, jeder ist freundlich und ja, sowas kennst du eben in manche Regionen, nicht bei uns zumindest nicht. Und da würde ich mir wünschen, dass der ein oder andere seine Region auch so verkörpern würde, wie es eben hier die Region um Rust macht, um die Ortenau und einwandfrei. Und ja, ich will euch noch was zeigen. Die Pension hat verschiedene Häuser und da drüben sieht man zum Beispiel noch hier Häuser und dann Campingplatz gibt es auch noch. Also für Camper, die nicht unbedingt in ein Hotelzimmer schlafen wollen, gibt es da natürlich auch noch die Möglichkeiten. Und es gibt einen Imbiss direkt vor der Tür und Frühstück natürlich 1A, erste Klasse. Ja, Freunde, was wollt ihr mehr? Und dann natürlich kommen die Leute einem entgegen, freundlich, kostenloses Parken. Und du kannst jederzeit rausfahren und wieder rein. Und du musst nichts dafür zahlen. Wenn du raus willst, brauchst du eine Münze. Und reinkommst du so oder so. Aber beim Rausfahren brauchst du eine Münze. Und ist einfach hammergeil. Und morgen nehme ich euch dann noch mit. In dem Park an den Ecken, ja, wo man so noch nicht gesehen hat. Und das ist einfach, ja, ich fühle mich hier sehr wohl. Schade, dass morgen schon wieder Mittwoch ist, dass dann schon wieder der Abreisetag ist. Aber es hat sich gelohnt und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Macht es gut. Ich sage Servus, piep, piep, piep. Ich habe euch wie immer alle gewiss ganz lieb. Ach, Grüße gehen übrigens noch raus an das komplette Europapark-Team von den Bars, von den Barkeepern,
von den Küchenchefs von der Familie Mack natürlich und von den Leuten, die an den Attraktionen dran sind. Grüße gehen raus von mir, an euch natürlich, an den Walter, an den André, den Barkeeper und wie sie alle heißen noch. Also Freunde, an die Anja natürlich und wie sie alle heißen. Also super toll, Dankeschön, dass ihr so, man fühlt sich wirklich wohl und man will hier nicht mehr weg. Also vielen, vielen Dank an das ganze Team vom Europapark, sage ich. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Also piep, 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 dranbleiben. Vom Europapark gibt es noch mehr. Ich hab euch wie immer lieb. Servus und tschüss.